Willkommen bei Valheim. Erste Video von mir zu Valheim. Mein Charakter ist schon ein bisschen fortgeschritten. Wo haben wir es denn hier? Fähigkeiten, also ich bin schon ein bisschen weiter. Hab schon ordentlich gelevelt. Hab jetzt hier durch Zufall gerade den zweiten Boss entdeckt. Bin immer noch auf der Startinsel, die ich sehr gut erkundet bis jetzt habe. Das Gebirge kann ich noch nicht erreichen, da erfriere ich. Und ich habe noch keine Ahnung, was der zweite Boss ist. Deswegen lassen wir uns jetzt mal überraschen. Zusammen. Sound ist gut. Ui. Okay. Wow. Der Uralte. Okay. Wow, das ging schnell. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass der mich so schnell plättet. Weil ich ja doch schon ein bisschen bessere Ausrüstung und alles habe. Wow. Also Respekt. Na gut. Willkommen in meiner Basis. Ihr seht, ist schon. Ups, jetzt habe ich Kohle aufgenommen, wollte ich gar nicht. Ist schon ein bisschen fortgeschrittener. Schmiede, Kühlerei. Karren haben wir auch. Eigentlich wollte ich euch die Basis jetzt quasi erst nachher zeigen. Aber gut. Okay, willkommen zurück. Eigentlich wollte ich euch den Laufweg ersparen. Aber ich wusste nicht, dass der nicht despawnt. Deswegen. Ja, genau, ein Troll auch noch. Okay, da ist noch ein Dungeon. Wow. Okay, jetzt ist hier gerade alles auf einmal. Ja. Okay, das läuft super. Man sieht schon. Okay, erstmal noch ein Fleisch rein. So. Okay, jetzt sind wir zumindest wieder mal ein bisschen ausgerüstet. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Oh, will noch hier irgendjemand? Nein, okay. Ah, ist er jetzt despawned? Nein, er ist auf jeden Fall noch da. Moment, ich muss mal nur kurz hier ein Dungeon einzeichnen. Okay, so.
Okay, er hat eine Health Bar. Verdammt. Ah, da hinten ist er. Okay, die Teile sind auf jeden Fall sehr tödlich. Der Kollege ist auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller als der erste Boss. Aber mit Deckung geht's eigentlich ganz gut. Weil ich gerade keinen Schaden mache. Nicht so weit weg, oder? Jetzt habe ich wieder Schaden gemacht. Dein Ernst, Troll? Kämpft er gegen den Troll? Ach, leckt's mich doch am Arsch. Okay, neuer Versuch dann mit Tränken und allem drum und dran. Ich spule gleich wieder vor bis vorne hin. So, wir sind zurück. Haben nur ein kleines Problem. Unsere Leiche ist an einem sehr ungünstigen Platz. Ich muss den erst irgendwie weglocken. Das war knapp. Und hier habe ich auch wieder überall Gegner, also... Ich hatte jetzt hier so eine Metmischung gemacht. Leider weiß ich nicht. Das war knapp. Was es mit der auf sich hat. Ich dachte, ist einfach nur auch ein Buff für Gesundheit und allem drum und dran. So, lauf, 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 lauf. Oh nein. Ich habe zu wenig Platz, oder was? Oh, Leute. Euer Ernst, ey. Oh.
Okay, das ist die Chance. Wieso? Lauf, 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 lauf. Okay, die Kapuze konnte ich jetzt nicht nehmen. Ich habe aber auch keine Ahnung, weshalb. Ist mir jetzt auch prinzipiell gerade kurz egal. Wir müssen uns zumindest heilen. Okay, so. Gut. Haben wir jetzt Platz für die Kapuze? Nein. Gegenstände geborgen. Okay, sehr schön. Okay, so. Wir haben zumindest jetzt wieder die komplette Rüstung. Ich weiß nicht, wo der Troll ist. Ah, da. Ja. Was sagen denn unsere Pfeile? Okay, wir sind noch bei den normalen aktuell. Als ob frieren gerade mein einziges Problem wäre hier, also. Ja, ist klar. Na komm schon, Berserker. Geh down, jawohl. Okay. So. Ich hoffe mal, die Heilung springt jetzt gleich an. Oder zumindest stärker an, sagen wir es mal so. Euer Ernst, dass jetzt der Troll auch wieder kommt?
Okay, hier trifft er mich nicht. Oh, hier ist Kupfer. Falls wir es überleben, wissen wir Bescheid. Darf doch nicht wahr sein. Hier ist alles voller Gegner. Okay. Ich wollte gerade sagen, gut, der Troll ist schon mal hin. Ey, wie viele laufen hier denn wieder rum? Ja, das wäre jetzt das Super-GAU gewesen, wenn ich aus dem Ding hier nicht mehr rausgekommen wäre. Ohne Deckung kannst du den Scheiß vergessen.
Oh, ich wollte gerade sagen, du kannst da hier schön erstmal abbauen, alles gut. Jetzt ist mein Bogen kaputt. Ist es. Kann das denn wahr sein? Hier sind auch noch. Klar, und jetzt ist hier noch ein Zwei-Sterne-Grauzwerg. Ist klar, ey. So. Gilt das? Ja, sie hat nicht genug Schutz, ja, um genau zu sein, gar keinen. Okay.
Darf doch nicht wahr sein, ey. Okay, schnell weglocken von hier. Okay, die Hälfte ist auf jeden Fall geschafft. Wir haben da hinten noch eine Notfallwerkbank. Oh shit, der kommt. Also die Ausdauer ist eigentlich gerade mein größtes Problem, weil die halt immer fehlt. Okay. Ich muss ihn vielleicht ein bisschen weiter vorne erst anlocken. Genau, jetzt haben wir nämlich zum Glück noch die. Hauen uns hier nochmal schön Marmelade rein. Komm schon, Ausdauer. Geh doch einfach ein bisschen schneller hoch.
verdammt, er war zu nah. Na super. John, komm schon, komm schon. Autsch. Ja, ja, einen noch, komm schon. Und. Wow. Ich muss mal ein bisschen was loswerden. Sumpfiger Schlüssel. Okay, Leute, also wow. Wow, wow, wow. Das war ja jetzt mal ein Kampf, ey. Das ist ja krasser Scheiß gewesen. So, da sind wir am Schrein. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Und hier ist der Alte. Ja, du. Oh, Berserker. Jetzt kann man nicht mal in Ruhe das genießen, dass wir hier einen Wächter geopfert haben, ne? Das ist unglaublich. So. Schnelleres Holzhacken ist die Kraft. Und hier ist der Sprintenausdauerverbrauch weniger, aber schnelleres Holzhacken ist natürlich schon sehr geil. Ich habe zwar jetzt irgendwie gehofft, dass wir irgendwie mal Teleporter oder sowas bekommen. Leider nicht. Aber okay. 2 von 5. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, dieses Valheim. Was hat denn da gerade rot geleuchtet? Naja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Valheim-Video zum zweiten Boss. Wenn es irgendwie wieder mal was Cooles gibt, werde ich auf jeden Fall Videos machen. Und ich hoffe, dir hat Spaß. Gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da lassen. Dankeschön.